Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miss Survival. Wir sind derzeit, glaube ich, auf dem Weg nach Hause, weil es ist schon 16 Uhr. Und oh Gott, wird's gerade neblig. Glaub, es wird gerade neblig. Das könnte uncool werden, oder? Ich weiß nicht, man kann hier nie wirklich sagen, wann man wann es anfängt, neblig zu werden. Habe ich so ein Gefühl. So, mein Inventar ist, ja, gut gespickt. Nicht voll oder so. Von daher könnten wir eigentlich noch ein bisschen was mitnehmen. Ach, ist das mein altes Zuhause oder ist das neues Zuhause, was ich hier gefunden habe? Neues Zuhause, noch eine Tasche. Oh. 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 Zack, guckt euch mein Inventar an. Ich habe so viel Platz. Alter Schwede. Und dann kriege ich noch Matches und so ein Kram. Das gefällt mir, ich hab Hunger. Essen wir direkt mal. Mein Leben sieht auch nicht mehr so gut aus, ne? Wisst ihr, was mich freuen würde bei diesem Spiel? Eine Karte. Wenn man eine Karte finden würde. Das wäre so toll. Oh, da geht's hoch. Kann ich nicht machen, ne? Das kann ich nicht machen. Ich muss hier hoch. Ich muss langsam nach Hause, aber ich kann versuchen, mir zu merken, wo das ist. Aber wenn es da hoch geht, das könnte interessant werden, oder? Oder? Obwohl, da könnte man auch hochgehen. Naja, egal. So, wo bin ich? Bei einem Bären. Das ist so geil. So geil, Freunde, so geil. Ich liebe ja Bären, ne? Bären sind meine Lieblingsgegner hier. Gut, rein theoretisch könnte ich hier eine Pause einlegen, glaube ich. Geht die Tür zu? Oh, hier sind ein paar Holzstämme verteilt. Weiß zwar nicht, wozu ich die gebrauchen könnte, aber ich nehme die einfach mal mit. Okay, wir müssen nach... den Mühlenausschau halt, ne? Da hinten wohne ich. Ach du Scheiße. Es ist ja ein bisschen weit weg. Das Gute ist, ich bin ja ein bisschen trainiert, ne? Ich habe ja so eine gewisse Ahnung, wie man sich verteidigt. Ich werde so sterben. Das Problem ist, dass mein Inventar schön voll ist. Was so viel bedeutet wie, ich werde sterben. Ich werde leiden. Stimmt, wir waren auf dem Weg, einen Benzinkanister zu suchen. Aber den zu finden war anscheinend nicht so einfach. Gut, kein Stamina. Schön. 18 Uhr wird es, glaube ich, dunkel. Schön, nee, 20 Uhr, 20 Uhr. Ach, wir haben noch 3 Stunden Zeit. Bis dahin bin ich locker zu Hause, also. Von daher mache ich mir da mal keine Sorgen. Aber wie schön das ist mit dem Sonnenuntergang hier. Und vor allem, dadurch, dass hier halt so viel Pestizide oder so sind, sieht das immer aus, als wäre hier immer Nebel. Das macht einem schon ein bisschen Angst. Okay. Es ist wirklich nur das Feld. Ja. Ich muss zu Hause ankommen. Zahnräder haben wir noch auch kein einziges gefunden. Wir könnten als nächstes wieder zurück zum Farmhaus und gucken, ob wir da nicht... ich glaube, ich bin müde, ne? Ja, ich bin müde. Deswegen dauert das so lange, bis ich Ausdauer kriege. Zum Farmhaus und da die Zombies mal schlachten. Gucken, ob das irgendwas bringt. Ob wir da irgendwas Tolles bekommen. Ich hoffe zumindest. So, mein Arm ist nur noch verwundet. Der Fuß ist auch am Heilen. Das heißt, sobald wir geschlafen haben, ist alles wieder tutti. Ist das Licht? Hat da jemand Licht? Oder ist es einfach nur die Sonne? Was ist das überhaupt?
Oh. Okay. Ich guck nicht mehr nach hinten. Da ist Nebel. The fuck? Hä? Guck mal, hier ist alles normal und dann Nebel. Was ist denn das? Ah, das sind die Häuser. Mein Haus ist da oben. Ah, aber der Nebel kommt. Scheiße. Muss mich irgendwie bis nach Hause durchprügeln. Das wird nicht einfach, Leute. Das wird nicht einfach. Vielleicht ist das auch nur der Nebel vom Sonnenuntergang. Oh Gott. Ich sehe mein Haus. Ich habe aber auch nicht viel Leben. Wenn ich einmal getroffen werde, bin ich weg. Komm schon, Stamina. Lass mich jetzt nicht im Stich. Oder ich verstecke mich im Auto. Geht das? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Zu Hause. Puh, erstmal die Baumstämme loswerden, die brauchen wir ja nicht, ne? Hallo, Sweet Home. So, den Baumstamm, den können wir auch nochmal hier hinwerfen. Hier ist alles voller Baumstämme. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Bäumen anfangen soll. Oh Mann. Okay, wenn ich jetzt mit Zeug losgeworden bin, dann bin ich auch wieder ein bisschen mutiger, wie das hier alles rumliegt. was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas gelagert? Ja. So, eine Feder, ein Hammer, der kann hier weg. Okay, wir packen hier mal das Gezeugs hin. So, und das Gezeugs. Der Stein kann weg. Ich muss hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Stimmt, ich kann meinen Bogen bauen mittlerweile, ne? Wie? Zu 76%? Wie? Das dauert ja ewig! Alter, wann kann ich denn meinen Bogen bauen? Ihr wollt mich doch verarschen! Ich will mich doch nur wehren können. So, das kann weg. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen aufräumen, denke ich mal. Ich meine, wir haben jetzt die Nachtzeit, hier ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Mein Inventar ist mittlerweile auch schön groß geworden. Das freut mich. So. Dann kommst du noch mal rüber. So, hier haben wir ja mein Essen. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Ja, trinken habe ich auch, ne? Gut. Essen wir erstmal das ganze Zeug. Das verfällt sowieso jetzt demnächst. Von daher, was soll's. So. Was aber auch bedeutet, dass ich langsam mal wieder einen Bären killen muss, ne? Packen wir erstmal das Essen hier rein. So, die Feder. Wie, das deckt nicht. Ich wollte schon sagen. So, die Matches kommen zu mir. Die kann man bis zu 32 stacken? Was ist das denn für eine komische Zahl? So, Nahrung. Weiterhin Nahrung. Da haben wir Kohle. Ja, ich packe die jetzt einfach mal hier rein. Nur für den Fall der Fälle, dass ich sie mal brauche. Weiß ja nicht. Oh Gott, ich habe so viel Zeug. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal einen Schrank bauen. Ich denke, das ist eine gute Idee. So, was haben wir hier noch verteilt? Werkzeug. Vielleicht ein Werkzeugschrank. Ah, ich habe hier noch den Koffer, ne? Oh Gott. Alles voll. Hier kommt, nimm alles. So. Dann trinken hier rein. Ich habe so viel Zeug, das ist richtig geil. Aber ich kann damit halt momentan nicht viel anfangen. Also vielleicht Schränke bauen. Aber naja. So, was haben wir hier noch drinne? Hier, das Öl kommt nochmal rüber. Die Painkiller nehme ich mal mit. Hier haben wir noch Munition.
Warum stackt das alles nicht? Das ist so gemein. Und ich weiß noch gar nicht, was ich mit diesem Öl anfangen soll. Ja, Fuel Fire. Ja, kann ich aber mit dem Holz nichts mehr anfangen. So, der rechte Schrank ist voll. Komm, die Bretter kommen raus. Die Steine kommen raus. War ja klar, das deckt alles nicht. Mobbing, pures Mobbing. Stein, das ganze Naturzeug kann weg. So wie die Batterie. Warte, war die Batterie zu 100% geladen? 73%, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Komm, Naturzeug. Du kommst dann auch hier rein. Dann ist die auch voll. Komm, Naturzeug. Naturzeug. Davon habe ich auch noch ein paar. Du müsstest denn. Zu den Lebensmitteln kommen. Oh, für Ordnung sorgen. Oh. Ja, komm, dann essen wir das. Hätte jetzt nicht viel gebracht, aber besser als gar nichts. So. Das Zeug passen, dann packen wir einfach hier rein, ne? Gut, das kann nur so weit stacken. Und dann kommt hier nochmal Munition mit rein. Die Nägel kommen rein. Seht ihr, es ist schon viel besser, ne? Ist schon mehr geordnet. Aber hier liegt trotzdem noch so viel rum. Hier einfach Racks Zucker, eine Dose. Was habe ich denn da alles hingeworfen? Ach, noch ein Sparkplug. Ja, für die Kartoffel habe ich auch keinen Platz mehr. Wie das hier aussieht. Oh. So. Ja, komm, nehmen wir das Fleisch mit. Das muss sowieso langsam weg. Ah, cool. Zucker stapelt sich. Oh, kein Platz mehr, ich dreh durch. Kannst du dahin? Ja. Oh. So, die Ammunition. Ist nochmal eine andere Munition. Wie viele verschiedene Munitionsarten habe ich denn? Drei Stück. Wir müssen doch unbedingt eine Wasserflasche finden. Junge, Junge, Junge. Gut, dann kommst du noch da rein und du da rein. Und die Waffen legen wir auf den Boden. Und dann gehen wir selber schlafen. Und ich nehme auf jeden Fall zur Sicherheit so ein Combat Rifle mit. Wir haben bemerkt, als wir die Raider angegriffen haben, dass es vielleicht doch nicht so schlecht wäre, so ein Combat Knife dabei zu haben. Ja, 4,6% ist mir auch egal. Dann gehen wir schlafen. Vielleicht nicht unbedingt vorm Fenster. Die dürfen mich ja nicht sehen, ne? So. Dann haben wir 4, so 6 Uhr. Nice. Wieder eine Nacht überlebt. Liebe Zombies, ihr seid Noobs. Ihr könnt gar nichts. So, wie sieht's aus bei mir? Ich habe mich noch nicht geheilt. Oh, das andere Fleisch ist vergammelt. Ja, gut. Ich würde sagen, dann essen wir nochmal kurz das letzte Fleisch. Bis zum Spiel! Oh Gott, ich habe das Spiel kaputt gemacht. So. Dann trinken wir noch mal was. Und gucken wir, was uns überhaupt heilt. So, wir haben hier für Infektionen oder Food Poisoning und Fieber. Was, wenn ich ein. Passiert nichts, okay. Wie kriege ich denn mein Leben wieder hoch? Wieso kann ich die Zombies doch nicht angreifen? Das ist Kacke. Wo ist überhaupt der Bär? So, checken wir erstmal unsere Munition. 0, cool. 2, cool.
Gib mir die Pistole. So. Laden wir mal ganz kurz alles nach. Eine Schrotmunition hatten wir nur. Okay, 10 Munition für die AR. Und 24 für die Pistole. Okay. Ich werde die Munition natürlich nicht komplett mitnehmen. Das wäre ja doof. Nette Ausbeute. Also gut. Wo könnte ich jetzt noch Stuff herbekommen? Ich meine, das Einzige, was mir fehlt, ist jetzt nur noch Benzin. Und deswegen gehen wir einfach mal runter zur Farm und hoffen auf das Beste. Ich bin erstmal sehr froh, dass ich es geschafft habe, bei mir aufzuräumen. Also ich bin sehr stolz auf mich. Du hast aufgeräumt, Zero. Ui, das solltest du zu Hause auch mal machen. Oh. So. Das ist ja das Farmhaus, ne? Da gehen wir darüber. Schauen wir mal, zur Not erschießen wir sie. Ich brauche den Loot da drin. Geht nicht anders. Und wenn sie ihn mir nicht freiwillig geben, muss ich sie erschießen. Ich meine, ich kriege auch Munition, wenn ich Zombies erschlage. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn wieder hier Dingenskirchen, dieses Nebel. Alter, es kommt mir so vor, als wäre jetzt Nebel. Dann erschlage ich einfach ein paar. So, habt ihr hier zufällig Benzinkanister für mich? Nein? Schade. Und nicht mehr Öl drin. Ich meine, Ding ins Kirchens. Spiritus. Ich glaube, meinen letzten hatte ich hier gefunden, ne? In den Hallen hier. Was haben wir denn hier? Ich kann, das ist eine Schmiede. Ah, hier kann ich die Axt herstellen. Mit Metall. Eine Spitzhacke. Gear. Oh. Okay. Metallschmelzer. Wo kriege ich Metall her? Hier liegt doch Metall gratis rum. Null. Also das Messer kann ich schmelzen. Die Axt aber nicht. Aber ich kriege hier auch null. Okay, aber wir wissen, wir können hier Zeugs opfern, was wir nicht brauchen, um Material zu bekommen. Ah, ich wollte mir eine Crowbar herstellen, ne? Da war ja was. Ja gut, dann durchwühlen wir das Haus, stellen uns erstmal eine Crowbar her und dann müssen wir auf jeden Fall das Mädel noch retten. Damit wir endlich mal ein paar Leute haben, die mir Unterstützung zuweisen. Und dann schauen wir mal. Ich trau mich nicht. Siehst du, das meine ich. Das ist Munitionsverschwendung. Wasserflasche. Ich bin glücklich. Wie weit bist du denn rausgelaufen? Tschüss, Wasserflasche. Ja.
Bottle of Water? Ich kann mir jederzeit eine herstellen. Ich kann mir jederzeit alles herstellen. Oh, ich bin so blöd. Oh, kann mich bitte einer schlagen, bis ich bewusstlos bin? Oh, bitte. Ich habe das jetzt echt verdient. Ich darf den Bären erst töten. Wenn mein Zeug getrocknet ist, damit ich das neue Zeug drauf tun kann. Ach ja, schön. Aber gut, wir kommen jetzt voran, Leute. Wir kommen jetzt voran. Stimmt, das muss ich auch noch herstellen, ne? Ah, ich habe noch so viel zu tun. Was mache ich denn? Wie baue ich nochmal? Ach, geht doch. Holzplanken. Ach, Leashing. Oh, dafür muss der Bär aber weg, ne? Naja. Wir machen erstmal Folgendes. Ich brauche die Wasserflasche. Ich brauche die Crowbar. Und ich brauche das Gas. So. Wie? Ist wahrscheinlich nur so ein billiges Tool. Gut, das hätten wir jetzt. Wir müssen uns um Leashing kümmern, ne? Wie viele von denen haben wir jetzt? 4. Wir sind nicht allzu weit entfernt von dem, was wir brauchen, oder? Oh, 6. Und 6 Treebark. Und wir haben 4. Okay, Bär. Du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Das ist der Plan. Organisieren wir uns erstmal das schöne Zeug von den Bäumen. Wie gesagt, wir hauen die Bäume nicht komplett weg. Wir ritzen sie nur ein bisschen an. Wir tun ihnen nur weh. Wir müssen sie nicht komplett töten. Ja, stimmt, mein verletzter Fuß. Ich muss auf den aufpassen, ne? Ups. Ändert zu viel. So, jetzt habe ich wie viel? 9. Ein Baum muss noch leiden. Weißt du was? Bist du schon so kaputt? Wir brauchen nur 3 Stück. Ich finde es schön, 2 Bäume auf einmal zu hacken. Das macht doch so viel Sinn. So, dann gib mir mal ein Zeug. 3 Stück haben wir bekommen. Ihr seid so geizig, ihr Bäume, weißt du? Weißt du, ich dachte schon, Banker wären geizig. Aber das ist echt ein neues Niveau. Okay. Erstmal planen wir mal, wo das hinkommt. Am besten hier direkt daneben, ne? So. Kann ich da schon was reintun? Nö. Dann sollten wir... Ach, Blätter. Blätter, Blätter. Wo haben wir die Blätter? So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Blätter da waren, aber ich glaube, hier sind noch welche, ja. Schön sortiert. Gib mir 2. Sehr schön. Dann nehmen wir auf jeden Fall die hier mit und die Beretta. So. Das haben wir komplett, das haben wir komplett. Uns fehlen nur noch Nägel. Davon haben wir 37 Stück.
Sehr schön, dann hängen wir mal unser erstes Zeug auf. Es wird höchstwahrscheinlich wieder ewig dauern, ne? Ich hoffe, ich kann mehr als einen aufhängen. Nö. Cool. Der hängt es jetzt. Das Bärenfell. Es geht auf jeden Fall ein bisschen schneller voran als das hier. Definitiv. 81% schon? Ich habe gedacht, ich habe dazwischen locker 5 Folgen aufgenommen, aber gut. Spielweise ist wieder besser. Ich bin durstig, habe aber natürlich meine Wasserflasche endlich. Was so viel bedeutet, wie ich kann das hier einfach trinken, ne? Okay. Ich nehme jetzt mal das ganze Zeug mit, was ich jetzt nicht unbedingt sofort brauche. Okay, das Holz bleibt hier. Wir werden gleich nochmal zur Schmelze fahren. Fahren. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was man alles einschmelzen kann. Wir werden natürlich nicht alles einschmelzen. Wir werden uns Werkzeug beibehalten. Nur für den Fall der Fälle. So, können wir eigentlich auch die Nägel da rein tun. Haben wir eigentlich noch? Ah, wir haben noch Zeit. Ich meine, in dieser Folge jetzt nicht mehr. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Und dann füllen wir das hier auf. So, 32. Ja. Hey, wieso ist das Ding weg? Wieso ist es weg? Das ist der Anzünder übrigens. Der Anzünder. Ich verstehe jetzt zwar nicht ganz, wieso der weg ist. Na klar, wenn du jedes Mal, wenn du zündest, geht natürlich ein Teil davon kaputt. Dann brauche ich noch ein zweites Ding. Ich habe keine Ahnung. So, ab in den Kofferraum mit euch. So, Axt. 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 So. Wir haben ganz schön viele Hämmer, ne? Die Messer gehen auf jeden Fall. Das weiß ich. Wir haben so viel Werkzeug gefunden. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, den Motor mitzunehmen. Und den zu verbrennen. Was soll's. Gut. Organisieren wir uns ein bisschen Spiritus. Aber das erst in der nächsten Folge, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.